Hallihallo, ich bin's Wolfram und zwar ich wollte hier einfach kurz mal eine Lösung für ein Problem zeigen. Und zwar bei ganz, ganz vielen Kunden, wo wir sind, haben wir ja die Situation, dass der Work in Progress definitiv zu hoch ist. Das heißt, wir haben als erstes die Aufgabe, den Work in Progress zu reduzieren. Das machen wir typischerweise, indem wir alle Projekte aufschreiben und dann tatsächlich irgendwie die Hälfte oder zwei Drittel der Projekte einfrieren. Für viele Organisationen ist es aber definitiv sehr unbefriedigend, weil ja, ist jetzt tatsächlich die Hälfte richtig, zwei Drittel richtig oder sind es nur 25%? Und was hat es dann tatsächlich für Auswirkungen auf die Termine? Welche Projekte bleiben tatsächlich im Portfolio und diese ganzen Fragestellungen? So, jetzt kann man sich natürlich teure Software für Portfolio Management und MS Project und so weiter und so fort kaufen. Das ist aber an vielen Stellen unheimlich viel Aufwand. In meinem früheren Arbeitgeber, da hat sich was bewährt, ein einfaches Excel. Das habe ich mir jetzt einfach erlaubt, in einem Abend mal nachzuprogrammieren. Und das, was ich hier zeigen will, ist letztendlich ja, nicht der erste Prototyp, sondern der erste funktionsfähige Version. Es geht darum, letztendlich den Engpass zu identifizieren und die Projekte an diesem Engpass zu pipelinen. Das heißt, das ist tatsächlich ein Excel-File und das muss man jetzt natürlich mit Daten befüllen. Ich habe das mal gemacht und ich fange jetzt tatsächlich von hinten her an. Wenn ich einen Engpass identifizieren will, dann sollte das ein Team sein oder einen virtuellen Engpass. Das könnte auch sein, wobei hier ist jetzt die Konzentration auf das Team, weil es ja um das Fries geht. Das heißt, das Erste, was ich mache, wenn ich das Tool an mein Unternehmen anpasse, ist hier die Teamliste aktualisieren und man sieht, wie einfach das Ganze aufgebaut ist. Jedes Team hat ein Kürzel vorne dran, hat eine Beschreibung und hat einen Verantwortlichen. Später in folgende Versionen gibt es hier auch eine Sortierreihenfolge. Aktuell ist die Reihenfolge, wie die Teams hier erscheinen, nachher auch die Reihenfolge, wie man es in der Übersicht sieht. So, damit habe ich die Teams definiert. Wenn ich pipelinen will, dann brauche ich auch die Kapazitäten der Teams. Hier sieht man wieder die Teamkürzel. Es gibt ein Jahr und einen Monat und die Kapazität. Also hier das Kürzel steht für Development, hat im Januar 2013 50 Einheiten. Da steht es nicht Personentage oder Jahre oder Monate oder Stunden. Das bleibt dem Unternehmen überlassen. Tendenziell ist Tage eine gute Idee. So, damit sind eigentlich schon die Stammdaten in dem System. Nichts wirklich Kompliziertes. Und jetzt kann man hingehen und fängt letztendlich an mit der Projektliste. So, hier sieht man die Projektliste. Später wird ja aus dieser Liste eine Übersicht erzeugt und diese Übersicht soll auch im Januar 2013 beginnen und über 12 Monate gehen. So, und jetzt in dieser Tabelle hier, da finden sich letztendlich jetzt alle Projekte. Ich habe jetzt hier einfach mal Projekte 1 bis 14 eingegeben. Hier steht das Datum, wann dieses Projekt startet und später kommt hier eben auch aktiv, inaktiv. Das ist in der jetzigen Version noch nicht möglich. So, genau wie in der Teamliste gibt auch hier die Reihenfolge in der Tabelle an, in welcher Reihenfolge die Projekte dann tatsächlich in die Organisation eingelastet werden können. So, jetzt haben wir die Projektliste und jetzt muss man sich natürlich noch angucken, wie viel Aufwand das einzelne Projekt erzeugt. So, hierzu gibt es auch hier wieder eine ID, kann man frei wählen und diese ID, die muss identisch sein wie ein Tabellenblatt. Und in diesem Tabellenblatt sind dann die entsprechenden Aufwände hinterlegt.
Man kann auch diesen Link benutzen hier, klick. Und dann ist man in diesem entsprechenden Definitionsblatt. Das ist das Projekt 1, das sind die Daten aus der Liste. Und hier sieht man wieder die Teams. Hier sind die Namen von den Teams. Und jetzt sieht man hier schon die Monate. Und zwar werden die immer relativ angegeben zu dem Startdatum in der Projektliste. Das heißt, das ist der Startmonat, das ist der Folgemonat. Und jetzt kann man hier die Aufwände mit der gleichen Einheit natürlich eintragen wie die Kapazitäten. Also Produktmanagement fängt hier an, definiert das Produkt, dann fängt es an mit der Entwicklung, die steigt, dann kommt die Qualitätssicherung und am Schluss ist Bugfixing. Ein anderes Projekt, wie das Projekt 2, das kann anders aussehen. In dem Fall braucht man kein Produktmanagement, das ist manchmal sehr angenehm. Das ist eher so ein Scrum-Team, Product Owner-Team mit einer integrierten Quality Assurance. So, und damit ist letztendlich eigentlich schon alles definiert. Ich habe hier jetzt einen kleinen Trick gemacht. Ich habe nicht für jedes von den 14 Projekten das gleiche Definitionssheet genommen. Das ist aber gar kein Problem. Die Verschiebung wird jedes Mal neu gerechnet. Das heißt, man kann hier tatsächlich sogar gleiche Definitionen verwenden. So, und jetzt möchte man natürlich sehen, wie diese Aufwände sich über die Zeit und über den Teams verteilen. Und wenn wir kommen, dann gilt ja normalerweise die Regel, dass zu viel Work in Progress im System ist. Und genau das sollte man jetzt sehen. So, man drückt einfach auf diesen Knopf hier und man sieht, das blinkt ein bisschen. Und jetzt hier in diesem Teambelegungsplan sieht man jetzt jedes Team, das Produktmanagement, die Entwicklung und die Qualitätssicherung. Man sieht die Projekte, die Aufwände erzeugen. Man sieht die Aufwände, in welchem Monat sie anfallen. Das ist jetzt die absolute Skala hier. Man sieht die Last, das ist letztendlich die Summe. Man sieht die Kapazität, das ist das, was aus dem Kapazitätssheet kommt. Hier sieht man die Aggregated Overload, das heißt hier ist eine Last von 15 Tagen. Dieses Team hat in diesem Monat aber 10 Tage Kapazität. Das heißt, 5 Tage sind nicht abgedeckt. Diese 5 Tage plus die Last im Folgemonat minus die Kapazität ist dann letztendlich die Overload vom nächsten Monat. Das heißt, mit diesem Verfahren kann man auch sehen, ob ein Lastberg vor sich hergeschoben wird. Und jetzt sieht man auch hier, ab April, Mai ist dieser Berg dann auch wieder abgearbeitet. Unten sieht man die Auslastung, wie sie geplant ist. In der Realität gibt es keine Auslastungen über 100%, aber da sieht man natürlich schon auch zu viel Work in Progress. Daher ist es auch rot, unter 100%. Ist natürlich weiß. Zwischen 100 und 120% wird es als gelb dargestellt. Okay, also dieses Team ist kurzfristig überlastet. Auch dieses Team Entwicklung ist nicht nur kurzfristig überlastet, sondern ist natürlich total verrückt geplant. Noch schlimmer ist dann tatsächlich in der Qualitätssicherung. So, das war jetzt der erste Teil. Das ist die Ist-Aufnahme und jetzt geht es natürlich daran, dieses Problem möglichst schnell zu lösen. Und ich habe ja versprochen, dass mit diesem Tool das unheimlich schnell geht. Aus dem Grund ist die erste Aufgabe, die man macht, man betrachtet sich, welches dieser drei Teams könnte der Engpass sein. Das ist nicht unbedingt eindeutig, wenn man hier auf die mittlere Auslastung geht, dann sieht man aber schon deutlich 240% auf 6 Monate, nee, auf 12 Monate, 180%. Okay, also die Produktmanager, das sieht nicht danach aus, als ob die ein echtes Problem wären.
Das heißt, letztendlich ist der Verdacht groß, dass die QS der Engpass ist, dann kommt die Entwicklung und dann das Produktmanagement. Das heißt, das Erste, was ich mache, ich sortiere die Teamliste in genau dieser Reihenfolge, nämlich so, dass die Pipeline, das überlastete Team, letztendlich ganz nach oben kommt. Also ich nehme die QA, ziehe sie ganz nach oben, nehme die Entwicklung, ziehe sie dazwischen und gut. So, wenn man jetzt das nächste Mal die Sache generiert, dann sieht man jetzt schon, okay, die Quality ist ganz oben, dann kommt die Entwicklung, dann kommt das Produktmanagement. So, und jetzt kann man letztendlich pipelinen. Das heißt, man sieht, okay, die Quality im Januar hat sie noch gar keine Kapazität. Das macht also gar keinen Sinn. Da kann man auch keine Overload rechnen. Das heißt, das Mindeste ist, dass das 2 und das 4 muss um einen Monat geschoben werden. Sonst funktioniert das ja gar nicht. So, das heißt, man kann hier reingehen und kann die 2 und die 4 einfach mal um einen Monat verschieben. Auch wieder, das geht so schnell, dass man da einfach immer wieder klicken kann. Okay, also das Problem im Januar ist auf jeden Fall schon einmal gelöst. Ja, dann geht man hin. Okay, hier, wir haben eine Kapazität von 12 und 30 sind eingelastet. Normalerweise geht man dann eigentlich hin und zählt 12. Wenn man 12 hat, dann sind es die zwei Projekte, die gehen. Naja, bei dem könnte man sich vielleicht noch ein bisschen überlegen. Aber die 7, die 8 und die 10, die muss man auf jeden Fall schon verschieben. Dann machen wir das einfach mal. 7, 8 und 10 verschieben. 7, 8 und 10 verschoben. Wieder laufen lassen. Und ist das Problem gelöst? 120 würde ich akzeptieren. In dem Fall würde ich tatsächlich noch ein Projekt weiterschieben. Also die 6 muss auch noch einen Monat weiter. So, und jetzt guckt man sich das Ganze wieder an. Und man ist auf 83%. Das ist jetzt natürlich eine gewisse Schwierigkeit. Weil das ist jetzt natürlich ein künstliches Beispiel mit relativ wenig Kapazität. Da muss man ein bisschen zirkeln und nachdenken. Aus dem Grund würde ich an der Stelle die 6 jetzt einfach lassen und dann im nächsten Monat darauf achten, dass diese 3 Tage, die hier zu viel sind, im nächsten Monat wieder ausgeglichen werden. So. Jetzt könnte man das Spiel weiterspielen, aber man sieht, das Problem löst sich nicht einfach so. Also hier sind einfach, wenn man sich die Kapazität anguckt, zu viel Aggregated Overload, der Berg baut sich einfach nicht ab. So, dann würde ich jetzt zum Beispiel einfach mal gucken, okay, wir haben hier 250% Auslastung, das heißt, summa summarum muss letztendlich die Hälfte der Projekte eingefroren werden, weil die gar nicht funktioniert. Das heißt, ich gehe in die Projektliste und jetzt kann ich was machen und zwar eine Cutline einziehen. Das heißt, das Programm hört auf einzulasten, wenn hier irgendwo eine leere Zelle steht. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach mal in die Hälfte eine leere Zeile reinpacke, dann hört das Programm an der Stelle auf. Ich mache das gern so, dass ich hier an der Stelle dann tatsächlich ein schönes, fettes, rotes Zeichen setze. Manchmal schreibe ich auch noch Cut Line End of Projects. So, damit ist das klar. Und jetzt kann ich es mal wieder generieren. So, und der Erfolg müsste sein, dass hier, okay, 123, naja. So, und damit habe ich jetzt schon mal klar gemacht, dass ich nicht mehr 16 Projekte verschieben muss, sondern nur noch 7. Jetzt sieht man hier auch ein bisschen, ist natürlich durch die Ähnlichkeit.
Ich könnte jetzt einfach mal hingehen und 3 und 4, 5 und 6 jeweils stärker verschieben. Startmonat 1 und 2. Dann könnte man hier jetzt, wenn man es verschieben muss auf 12 Monate, dann kann man hier zum Beispiel 3 und 4, 5 und 6, 5, 6, 7. Jetzt könnte man das mal so probieren. Und jetzt sieht man schon, okay, deutliche Entlastung, aber immer noch zu viel. Man kann, also ich bin jetzt gar nicht in der QA, ja, hier sieht man jetzt deutliche Verschiebungen, aber immer noch zu viel Last, baut sich nach hinten hin ab. Und so geht man jetzt einfach vor. Man kann es auch umgekehrt machen, das mache ich sehr gern. Indem man tatsächlich 12, 11, 10 macht, so die hinteren weg, so dass sie gar nicht reinfallen. So, und jetzt sieht man, okay, hier habe ich in der QA, das passt alles wunderbar. Könnte man tatsächlich mal probieren, ob man das Dreier Projekt um 3 Monate nach vorne zieht. Das Dreierprojekt tatsächlich sofort startet. Jetzt habe ich hier, das kann ich nicht machen, 183. Also das geht nicht auf. Das Dreierprojekt ist einfach zu groß, egal wie ich es mache, passt das nicht wirklich rein. So, man muss da konsequent sein. Und die 3 kann frühestens starten 3 Monate später. Sorry, Fehler gemacht. Das geht nicht. So, dann gucke ich, wann das nächste 117, 80, 80, 50. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das vierte kann 3 Monate früher kommen. Das vierte kann 3 Monate früher kommen. Und Sie sehen, ich lade im Prinzip von hinten her die Pipeline. Jetzt habe ich hier 7 Überhang, 100%. Hier ist schon wieder abgebaut. Das heißt, ich kann das nächste Projekt hier um 1, 2, 3 Monate nach vorne ziehen, das 5. Das 5 geht um 3 Monate nach vorne, 7. Dann gucke ich mir es wieder an. Es ist immer wieder wichtig, dass der aggregierte Overload wieder verschwindet. Und da muss ich jetzt schon sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist das eigentlich schon die Pipeline. Man sieht ganz deutlich die Staffelung, wie sie passiert. Und ich denke, man hat ganz deutlich gesehen, wie schnell das geht, wenn man letztendlich von hinten her die Projekte reinpipelinet. Wenn man die TOC ernst nimmt, dann müssten jetzt auch alle Nicht-Engpass-Teams gepipelined sein. Und jetzt können wir uns gucken, ob das im Development stimmt. Alles klar, gar kein Problem. 69. Und im Produktmanagement erwarten wir gar kein Problem. 20%. So, das war's. Einmal gepipelined. Was jetzt letztendlich auch das Schöne ist, man hat letztendlich die Roadmap, man sieht die ganzen Projekte. Was jetzt auch passiert, das Programm sucht sich für jedes Projekt den Monat, wo der letzte Aufwand auftritt. Das heißt, man kann hier sehen, wie die Projekte enden. 5, 6, 8, 10, 11, 12. Da ist noch ein kleiner Bug. Weil die enden ja noch gar nicht. Okay, das war's im Prinzip. Das ist der Refrigerator für Einfrier, Kühlschrank.
Ein ganz einfach zu bedienendes Werkzeug. Das kann man dann in Folge auch verwenden, um neue Projekte einzulasten. Das kann man auch verwenden, um den Business Value vom Portfolio zu optimieren. In dem Sinn, einfach mal so ein Beispiel, wie sowas ganz einfach aussehen kann, in Excel ohne teure Projektportfolio-Planungsgeschichten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.